Moin zusammen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Griok-König besiegen könnt. Das ist an sich relativ einfach. Wir brauchen dafür nämlich nur einen Bogen. Umso höher der Schaden auf dem Bogen ist, desto besser ist es, weil umso weniger Schüsse braucht ihr. Wir machen das jetzt hier mit einem 20er Bogen. Da ist, denke ich, also ein 20er Bogen wird jeder irgendwo mal gefunden haben. Darum machen wir das damit. Wie gesagt, umso weniger Schaden drauf ist, desto länger wird es dauern und desto mehr Ausdauer braucht ihr auch. Und mit einem 20er Bogen, mit der Ausdauer, die ich gerade habe, passt das gerade so oder passt es ungefähr. Dann brauchen wir noch ein Schild mit einer Rakete dran. Da könnt ihr euch schon vor oder ein bisschen vorbereiten, dass ihr an jedes Schild, was ihr so habt, eine Rakete dran macht. Ich zeige euch dann aber auch noch, wie ihr dann im Kampf das schnell machen könnt. Aber jedenfalls brauchen wir eine Rakete. Und dann einfach eine Waffe, am besten mit viel Schaden, geht aber auch mit weniger Schaden. Ihr könnt auch mit einer 7er Keule raufhauen, dann dauert das einfach länger und ihr braucht mehr Pfeile und eventuell auch mehr Bögen, weil der Bogen dann zu schnell kaputt geht. Also am besten so viel Schaden, wie es geht. Falls ihr wissen wollt, wo der Schatzsäbel sich befindet, der dann die Fusionsmaterialien, den Schaden davon verdoppelt, habe ich euch hier oben verlinkt. Was wir noch brauchen, sind zum Beispiel Wasserfrüchte oder das Schleimgelee, das blaue. Wo ihr die Wasserfrüchte herbekommt, das zeige ich euch noch am Ende des Videos. Dann brauchen wir noch Feuerfrüchte. Da zeige ich euch auch am Ende des Videos, wo ihr die herbekommt. Und sowas wie einen Leunenhuf braucht ihr auch. Das bekommt ihr von den Leunen natürlich. Da geht aber auch jedes Synthesematerial, was hohen Schaden mitbringt. Feuer für den Eiskopf, Wasser für den Feuerkopf und den physischen Schaden für den Elektrokopf schon mal vorab. Aber wir porten uns erstmal zum Griok-König. Der befindet sich hier, upsala, ganz im Südosten von Hyrule, beziehungsweise im Himmel von Hyrule. Und zwar hier auf der kleinen Insel. Da könnt ihr vom Uma Ino-Schrein hinfliegen. Also da könnt ihr starten und dann einfach hier rüber fliegen. Das ist nicht so weit, wie es hier ausschaut. Das geht, die Strecke. So, da gleich angekommen ist unsere Taktik wie folgt. Ich gehe erstmal einen Schritt zum Griok-König hin, drücke dann die ZL-Taste, halte die gedrückt, wie wir jetzt hier auch gleich sehen. Also gehe ein Stück vor. Halte jetzt die ZL-Taste gedrückt. Und drücke jetzt hier in der Luft, wo ich dann die drei Köpfe sehe, das ZL los und drücke die ZR-Taste, dass ich ins Bogenschießen reinkomme und bewege die Pfeiltaste nach oben, also halte die auch gedrückt. Jetzt gehen wir erstmal auf den Eiskopf mit der Feuerfrucht. Da schießen wir einmal. Wollen wir da Richtung Auge. Sobald es einmal plopp macht oder pling, ist das schon genug. Da ist der Kopf dann erstmal hinüber. Ihr seht auch über den Köpfen, wenn ich da jetzt auf den Kopf raufschieße, seht ihr eine Leiste. Das ist die Lebensleiste von dem Kopf. Lebensverkehrt. So, jetzt haben wir den nicht erwischt. Jetzt. Sobald die weg ist, ist der Kopf hinüber. Jetzt suchen wir mal eben die Hufe oder ich nehme mal was Stärkeres, weil meine Ausdauer jetzt schon weg ist. Wir können einfach mal die Diamanten nehmen. So, jetzt ist er auf dem Boden gelandet. Alle Köpfe hatten die Leiste weg. Jetzt können wir hier auf den Kopf raufhauen. Ich habe jetzt ja keine Rakete mehr am Kopf, am Schild. Drum gehe ich ein bisschen eher weg. Also ich mache ein paar Schläge auf den Kopf, gehe dann ins Menü, lege eine Rakete auf den Boden und gehe in die Synthese rein und mache die Rakete an das Schild wieder ran. Jetzt wird er einmal kurz schreien oder Wind machen. Drücken wir wieder ZL und wir wieder dann in die wie heißt's? Hab den Namen jetzt vergessen.
Gehen dann ins Bogenschießen wieder rein. Ich suche mir jetzt mal die Hufe. Wo seid ihr? Da. So, und jetzt können wir zum Beispiel den Elektrokopf wieder kaputt machen. Da am besten immer so Richtung Auge zielen. Und jetzt suchen wir mal für... Wo bist du? Für den Eiskopf die Feuerfrucht wieder. Der ist jetzt auch hinüber. Da habt ihr ja jetzt einmal Pling gehört. Und jetzt ist nur noch der Feuerkopf über. So, jetzt sind alle drei wieder kaputt. Können wir wieder runtergehen. Hauen wir auf den Kopf rauf. Ich wechsle jetzt mal zu einem anderen Schild, wo ich schon eine Rakete dran habe. Dass wir ein bisschen mehr Schaden machen können. Ist er wieder aufgewacht. Er schreit einmal. Oder macht ein bisschen Wind. Und dann machen wir das Spiel einfach von vorne. Da seht ihr jetzt auch die Leiste über dem Kopf. Und sobald die weg ist, fällt er um den Kopf. Und schon können wir auf den nächsten gehen. So, dann gehen wir mal wieder zu den Hufen hin. Hier im Menü habt ihr Zeit ohne Ende. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Da wieder hinüber, wieder hingehen und auf den Kopf aufhauen. Machen wir folgendes. Ich setze wieder eine Rakete auf den Boden, gehe in die Synthese, drück ZL, wechsle schon mal auf die nächste Waffe. Wir gehen jetzt einmal hoch und machen das Spiel von vorne. Wie gesehen, vom Kopf aus bei dem Elektrokopf gehen jetzt die Blitze nach oben alle weg. Das heißt, der Kopf ist schon mal zerstört. Und machen wir kurz so, dann sind wir direkt da. Können wir wieder auf die Feuerfrucht gehen. Machen den Eiskopf. Da habt ihr gesehen, das Eis über dem Kopf wird von denen jetzt auch zerstört. Heißt, der ist hinüber. Und ab Richtung Feuerkopf. Und der ist jetzt auch weg. Können wir wieder runtergehen. Abziehen. Dann haben wir den jetzt kaputt. Ah, ich denke, einen Durchgang brauchen wir noch. Also wieder auf Schild wechseln. Wieder einen zurück. Und wieder das gleiche Spiel. Also ZL gedrückt halten, dann fliegen wir mit der Rakete in die Luft. Dann ZL loslassen, ZR drücken. Gedrückt halten, dass wir den Bogen spannen. Dann die rechte, die obere Pfeiltaste nach oben gedrückt halten, dass wir hier im Menü das auswählen können, womit wir schießen wollen. Und dann schießen wir da einfach. Dann nehmen wir jetzt den blauen Schleim. Weil bei den Wasserfrüchten, das wird nicht mal ausreichen. So, da sind die Köpfe jetzt auch alle weg. Und dann können wir den hier gemütlich auf den Kopf hauen. Und schon ist er hinüber. Das Prinzip ist relativ einfach. Man braucht auch keine Rüstung, wie ihr gesehen habt. Wir haben gar keinen Schaden bekommen. Und schon haben wir den Griok-König in die... Oder schon grüßt der Griok-König die Radieschen von unten. So, so haben wir's. Gudi, jetzt noch, wo bekommt ihr die Feuerfrucht her? Da können wir einmal hier in der Nähe von dem Spähposten gehen. Und zwar zum Oyami-O-Schrein. Da porten wir uns mal hin. So, und da hinten seht ihr schon den bunten Baum. Und rund um den bunten Baum sind die Feuerfrüchte einzusammeln. Ich habe die hier jetzt schon eingesammelt gehabt für das Video hier. Hier hängen die dran an den kleinen Bäumchen oder Sträuchern. Hier und da hinten die beiden noch und da vorne auch.
So, Wasserfrüchte bekommt ihr in der Nähe vom Turm im Zurana-Hochland. Oder an sich sind die ganz im ganzen Bereich von dem Zurana-Hochland zu finden. Aber hier haben wir dann ja einen Portpunkt. Da befinden sich drei so Bäumchen oder Sträucher, wo die Früchte dran sind. Die sind direkt um den Turm herum. Aber das sehen wir gleich noch. So, da oben seht ihr jetzt schon so ein kleines Strauchbäumchen, was, wie ich das auch immer nennen will. Hier unten ist einer. Auch hier sind die Wasserfrüchte nicht mehr dran, weil ich die eben schon eingesammelt hatte. Also hier sind ein paar Wasserfrüchte da oben und direkt hinterm Turm sind auch noch welche. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das nicht mit den Wasserfrüchten machen wollt, könnt ihr auch, wo ist er denn? Genau, das Schleimgelee nehmen. Das blaue einfach. Das könnt ihr auch nehmen. Das funktioniert identisch. Wenn ihr da mehr von habt, dann nehmt die. Das ist identisch. Und die Leunenhufe bekommt ihr natürlich von den Leunen. Ihr könnt aber alles daran bappen, was halt hohen Syntheseschaden hat. Ihr könnt auch, wie ich das in dem Bogenbild gezeigt habt, ihr könnt auch die Gyptoknochen nehmen, die machen ja noch mehr Schaden, auch wenn ihr die Rüstung dazu anzieht, dass ihr Knochenwaffen hoch habt, dann könnt ihr mit denen da einfach rauf. Ich habe jetzt leider keine Gyptoknochen mehr. Aber damit könnt ihr das auch machen. Ihr könnt natürlich auch Diamanten darauf feuern, aber das macht ja wenig Sinn. Aber naja, das war's auch mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reo König Farm. Habt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.